Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum 11. Rossmann Opening. Endlich geht's wieder los und diesmal haben wir die Packs richtig lange liegen lassen. Ich habe die ja Anfang Februar schon eigentlich rangeholt. Nur da kam der Umzug ja ein bisschen dazwischen, daher hatten wir sie nicht aufgemacht. Heute zusammen mit Danboy werden wir einmal unsere Packs aufmachen und mal sehen, ja, wenn du besseren Puls hat. Legen wir los. Möge der Kampf beginnen. ja, üblicher Scheiß. Ah, oh Gott. Immer dieses diese hohe Verletzungsgefahr bei diesen Blistern. Ah, guck mal, das ging sogar. So, ja, diesmal fange ich an. Schauen wir mal. Die New Challenger ist deutlich angenehmer als Legacy. Ja. So. Haben wir ja genug gehabt. Ja, da haben wir Displays sozusagen über die Blister nochmal reingekriegt, einige. So, wir haben Kuscheltier-Hase, Kuscheltier-Löwe, Auferstehung des Künstlerkumpels, Elitch, Grimmitatze des Brennerpfels als Rare und Maschinenwesen-Megaform. Hey, eine der Kack-Promos später. Yay. Dodo-Fahrer, Klimawandel, Lindblüte und Fickstein-Ritter, Betegäuse. Lindblüte war eine kack-nervige Karte. Auf ja. Kanon, die musikalische Diva, Elegy, die musikalische Diva, Kuscheltier-Löwe, superstarker Samurai, Seelenknallkanone, Ziehmuskel, oh yeah. Valerifaun, mystisches Ungeheuer des Waldes, Urhund, Fixstern-Ritter, Betelgeuse und bettelnder Goblin. Yeah, wenigstens ein Shortprint. So, dann mein letztes Pack schon. Ich habe ja schon meine Holo gehabt, also eigentlich sollte da nichts mehr kommen. Obwohl, wir hatten ja das eine Mal ziemlich gut Holos gezogen. So, schauen wir mal. Elegy, die musikalische Diva, Kuscheltier-Bär, Orakel des Herolds, Himmelskraft, Naturias Heilige Baum als Rare, Spielzeugspender, Fusionsersatz, der Phantom, die Phantomritter des Schattenschleiers und magische Sternillusion. Die Comments interessieren mich sowas von nach dem Case. Auch die Rares interessieren mich eigentlich gar nicht mehr. Kuscheltier-Hase, Serenade, die musikalische Diva, superstarker Samurai Seelenfeueranzug, superstarke Samurai Waage, Scherenkobold. Okay, ja. Yeah. Überraschungsballons, magische Sternenillusion, leitendes Licht und Schattenpuppe Hund. Ja, diesmal waren wir endlich mal wieder ausgeglichen, was die Holos angeht. Sehr ausgeglichen, was sogar die Rarität angeht. Ich würde sagen, du hast so ein kleines bisschen besser gezogen. Ich würde den Scherenkobold etwas spielbarer sehen als die Megaform zurzeit. vor allem, weil viele auch das Kuscheltier-Deck mögen, aber Megaform ist bei weitem auch keine sehr schlechte Karte, sagen wir es mal so. Ansonsten, ja, die Rares Standard und ja, sonst nichts Besonderes eigentlich. Du hast, glaube ich, eine Shortprint gezogen, wie ich das so vorbeisehen konnte. Ich keine. Und ja, das war unser Rossmann Opening Nummer 11. Diesmal leider nichts Besseres als ein Super Rare, aber vielleicht kommt das ja beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.